In einer Welt, in der der Terror viele Menschen in die Flucht treibt, in einer Welt, in der Ungerechtigkeiten existieren, ist der 1. Mai als Tag der Arbeit gerade richtig, um dagegen aufzustehen. Aufzustehen für eine faire Gesellschaft in einer Welt des friedlichen Zusammenlebens, in einer Welt, wo das Gemeinsame stärker als das Trennende ist. Liebe Genossinnen und Genossen, wenn wir im Vorjahr geholfen haben, dann sind wir stolz darauf. Aber wir haben auch zu vertreten, dass Österreich nicht alleine das Flüchtlingsproblem dieser Welt lösen kann, dass wir Gesetze und Maßnahmen benötigen, die Menschlichkeit und Ordnung erfordern. Wir werden in unserer Verantwortung das tun, was für uns Sozialdemokraten das Entscheidende ist. Wir werden kämpfen für eine faire und gerechte Gesellschaft, aber auch für Ordnung in unserem Land, für Menschlichkeit und das in den Vordergrund bringen, was uns zu dieser Stärke bringt, die notwendig ist, um auch stark genug für die nächsten Wahlauseinandersetzungen zu sein. In diesem Sinne. Shame on you! Wünsche ich mir von allen, die kritisieren und von allen, die unterstützen, dass wir einen gemeinsamen Weg gehen für die Rechte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, dass wir einen gemeinsamen Weg gehen in diesen schwierigen Zeiten für ein faires Österreich, für ein sozial gerechtes Österreich. Freundschaft! Er spricht nur...